Am 20.06. starten wir unsere Tour in Richtung Niederlande. Gestern und vorgestern waren übrigens 38 Grad im Schatten. Aber wie für uns üblich, fahren wir erstmal 3 Stunden von insgesamt 5 im strömenden Regen. Ziel ist der Aktivitätenpark Velo Wufseport, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, in Dieren. Fahrrad. Nach einer erholsamen Nacht und einem leckeren Frühstück geht's zu unserem heutigen Hauptziel, den Fährhafen der DFDS-Fähren nach Amsterdam. Während der Wartezeit geht es André immer schlechter, ihm ist übel, er muss sich hinlegen. Kein gutes Zeichen. So, schauen wir mal, wie es sich links fährt. Der Zustand von André hat sich leider nicht verbessert. Deshalb entscheiden wir uns nicht wie vorgesehen über Landstraßen zu fahren, sondern auf dem schnellsten Weg zu unserer ersten Unterkunft zu gelangen. So geht es unter anderem über die A689, über die Autobahn E5, Lockerbie, Hamilton, Glasgow, dann auf die A82 in Richtung Schottland. Einen unserer zahlreichen Stops legen wir am Loch Lomond ein. Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte, schaut euch André an. Dementsprechend fühlt er sich, er hält aber wacker durch bis zum Schluss.
An das Linksfahren gewöhnt man sich relativ schnell. Was gewöhnungsbedürftig ist, sind natürlich Einmündungen, an denen man die Vorfahrt gewähren muss. Man schaut automatisch nach links, aber das schnelle Auto kommt hier leider von rechts. Auch die großen, ovalen, teils mehrspurigen Kreisverkehre sind gewöhnungsbedürftig. Hier sind wir mit großer Vorsicht eingefahren. Immer schauen, ob da ein Fahrzeug kreuzt oder die Spur wechselt. Aber im Großen und Ganzen ist es relativ einfach, dort zu fahren. Da man ja auch viele Single-Tracks befährt, wo man ohnehin in Parkbuchten warten muss. Eines unserer ersten Highlights in Schottland, der Glencoe-Nationalpark. Einfach traumhaft. Hier macht nicht nur das Motorradfahren Spaß, sondern vermutlich auch Wandern ist hier absolut zu empfehlen. Das entsprechende Wetter natürlich vorausgesetzt. Gleich haben wir es erreicht, unser erstes Ziel in Cree, etwas südlich von Fort Williams gelegen. Unsere Unterkunft für ein paar Tage mit dieser Aussicht. Die erste Tour nur mit Matze und mir, weil André komplett flach liegt. Ihn hat so eine richtig dicke Sommergrippe eingeholt. Unser Hauptziel, das Glenfinnan-Viadukt über die A830, auch bekannt als Harry Potter Brücke. Moin! Moin! Echte Nachricht jetzt vom Wetter. Was? Ja. Echt? Ja. Nee. Quatsch. Ach, ihr lügt uns an. Lass ihn nicht verarschen. Wetten? Was soll ich sagen? Die Gruppe deutscher Motorradfahrer aus dem Norden von Deutschland hat uns leider nicht veräppelt. Der Zug kommt tatsächlich nicht. Es wird gestreikt an diesem Tag. Was wird der Harry Wood dazu sagen? So setzen wir dann unsere Fahrt nach einer Stunde Wartezeit fort und folgen der Bahnlinie in Richtung Mellick. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, mein Englisch ist nicht so doll. Ja, es gibt auch zahlreiche Baustellen. Allerdings nicht wie bei uns, die Baustellen sind meist 200-300 Meter lang und wenn wir am Abend zurückkommen, ist die Straße komplett neu gemacht, inklusive Bankett und verlegten Rohren. Die Geschwindigkeit wird nachher an solchen Baustellen, die bereits fertig sind und keine Fahrbahnmarkierung haben, in der Regel nicht heruntergesetzt. Man vertraut ja darauf, dass die Fahrer so intelligent sind und trotzdem auf ihrer Seite bleiben. Der Rückweg führt uns über die 861 in Richtung Süden, über Glenwick, Ardmollick, Salen und Inversanda.
Wie gesagt, mein Englisch ist nicht so toll, ob das richtig ausgesprochen ist. Ich werde es in den Kommentaren lesen. Mit der Corran Fähre gelangen wir wieder nach Inchray und haben somit unseren ersten Tag geschafft. Einfach beeindruckend, die Landschaft in Schottland. Ab und zu gab es mal 5 Minuten ein bisschen Regen, aber ansonsten waren wir vom Regen verschont. So starten Mats und ich zu unserer neuen Etappe, leider noch ohne André, der sich dazu entscheidet, am Nachmittag eine kleine Tour selbstständig durchzuführen, sich aber für die große Tagestour noch nicht fit genug fühlt. Über die A82 zur 828 geht es unter anderem vorbei am Loch Linhe zum Castle Stalker. Das Castle kann auch besichtigt werden. Allerdings sollte man hier mehrere Monate vorbuchen. Ja, weiter Richtung Süden, unter anderem durch die wunderschöne kleine Stadt Oben. Gestern konnten wir zum Glück auf der Fähre mit Karte zahlen, da wir noch kein Bargeld haben. Deshalb versuchen wir uns heute hier mit Bargeld einzudecken, was uns leider nicht gelingt, da die Kasse 2 Minuten vorher zugemacht hat. Aber kleiner Spoiler, wir haben auf der ganzen Reise kein Bargeld benötigt. Man kann hier so ziemlich alles mit Karte zahlen. Wir fahren weiter auf meist kleinen Straßen, teilweise Singletracks, die sowohl dschungelartig als auch hochlandartig anmuten, vorbei am Loch Etherline und am Loch Ave. Warum Mats hier die Straßenseite gewechselt hat, wusste er anschließend auch nicht. Auf jeden Fall war das Bein ein wenig zu kurz und er herrscht fett in Zeitlupe ins Gras. Nichts passiert, alles heil, insbesondere er. Bis auf einmal kleine Kratzer.
ist dieser kleine Sturz gut ausgegangen. Ja, ist doch. Gut, alles gut. Aufgrund einer Straßensperrung nutzen wir eine auf der Landkarte herausgesuchte Alternativstrecke, die sich als fantastisch herausstellt. Wir fahren am Fluss Orki entlang über viele Kilometer in einem wunderschönen Tal bei fantastischem Wetter. Natürlich dachten wir, dass wir durch diese Aktion die gesperrte Strecke umgehen können. Leider werden wir eines Besseren belehrt, müssten 6 Stunden warten, da im Glencoe-Nationalpark ein LKW verunglückt ist, der quer über der Straße liegt. 6 Stunden Wartezeit werden uns vorausgesagt, sodass wir uns entschließen, wieder zurückzufahren. Und nur durch diesen Zufall kommen wir unter anderem am Kilkern-Castle vorbei. Manchmal ist es gar nicht schlecht, wenn man Umwege fahren muss. André ist heute endlich wieder so fit, dass er sich die Tagesetappe zutraut und wir gemeinsam zu einem der bekanntesten Plätze in Schottland fahren werden, zum Eileen Don Castle. Wetter-Apps sind in den meisten Regionen auf der Welt vermutlich eine fantastische Erfindung, in Schottland nach unserer Erfahrung überhaupt nicht zu gebrauchen. Das Wetter ändert sich ja alle 5 Minuten mit jeder Kurve, mit jedem Aufstieg, in jedem Tal, auf jedem Plateau, von Sonnenschein bis kurzzeitigen Schauern, von Schauern, bei denen man nicht mal weiß, wo sie herkommen. Es ist alles vorhanden. Allerdings nicht das, was in der App vorausgesagt wird. Gleich erreichen wir unser Ziel, das Eileen Don Castle. Die meisten, vermutlich älteren Zuschauer, kennen das aus dem berühmten Film Highlander. Das Schloss selbst ist mehrfach abgebrannt und dann wieder aufgebaut worden und heute einer der vermutlich größten Sehenswürdigkeiten in Schottland. Unsere Tagesplanung sagt uns, dass wir noch genügend Zeit haben. Wir entschließen uns, insgesamt 1 Stunde in Richtung Isle of Skye zu fahren und dann nach 1 Stunde wieder umzukehren, egal wie weit wir kommen.
Nach ca. einer halben Stunde Fahrt geraten wir an einen kräftigen Schauer und es sieht auch nicht so aus, als wenn es in die Richtung, die wir fahren wollen, aufhören würde zu regnen, sodass wir uns entschließen, wieder die Rückfahrt anzutreten. In diese Richtung sieht es etwas besser aus und so ist es auch. Nur einige kleine kurze Regentropfen erwischen uns auf der Rückfahrt. Am Abend kehren wir dann wie jeden Abend in das Restaurant Room West ein. Hervorragendes Essen und hervorragendes Frühstück. Ich war sehr begeistert von dem schottischen Essen. Unter anderem habe ich natürlich auch mal den Haggis probiert. Absolut zu empfehlen. Super lecker. Und natürlich Fish and Chips. Den heutigen Tag nutzen wir als Ruhetag und als Vorbereitung für die morgige Abreise zu unserer nächsten Unterkunft. Da es sowieso den ganzen Tag regnet, haben wir heute nichts verpasst. Die heutige Verbindungsetappe nach Invergordon fahren wir natürlich nicht direkt, sondern über die berühmte Apple Cross. Dazu geht es erst einmal wieder in Richtung Eileen Doncastle und dort biegen wir rechts ab auf die A890. Über die A890 und die A896 geht es zunächst Richtung Tornapress. Da ist sie in greifbarer Nähe, die Apple Cross Road oder Beilleachan na Ba genannt. Schottlands höchster Pass, einspurig natürlich mit vielen Ausweichbuchten. Es geht bis auf 626 Meter mit Steigung bis zu 20% hinauf. Wir haben auch Glück mit dem Wetter, bei uns regnet es nur. Vom starken Sturm, der ja sonst vorherrschen soll, bleiben wir verschont. Über das temperaturtechnisch recht frische Plateau
geht es auf der anderen Seite des Berges wieder ins Tal in Richtung Meer zum Applecross Sands Strand. An der Küstenstraße A896 geht es unter anderem über Fearnmoor in Richtung Shieldake. Wir treffen natürlich unterwegs immer mal ein paar Schafe am Straßenrand. Die sind natürlich super relaxed. Offensichtlich interessiert sich der Verkehr hier überhaupt nicht. Das frische, saftige Gras und die Aussicht lenken sie wahrscheinlich gut ab. Die Landschaft hier ist geprägt von vielen kleinen Seen, von denen wir erfahren, dass sie maximal 8 bis 10 Grad Temperatur im Sommer erreichen und immer wieder atemberaubenden Ausblicken auf das Meer und die Küste. Ab hier durchstreifen wir Schottland, meist auf der A832, einmal komplett quer von West in Richtung Ost, bis in Richtung Lapmore, Badawanech und Tawi. In Dingwall geht es auf die A862, dann auf die A9 und von der 817 zu unserem heutigen Endziel Invergordon in der Nähe von Inverness. Die Mitarbeiter des Tuckers Inn werden uns in den nächsten Tagen ein leckeres Frühstück und ein noch leckereres Abendbrot zubereiten. In der Bucht liegen mehrere Ölplattformen vor Anker. Diese werden aktuell nicht genutzt und sind zum Schutz vor Wind und Wetter hier in diese Bucht geschleppt worden. Über die Donogh Firth Bridge wollen wir heute den Norden des Landes erschließen. Die Geschwindigkeitsanzeige auf meinem Display ist übrigens auf Miles pro Stunde umgestellt. Moderne Technik macht's möglich. In Helmsdale biegen wir links auf die A897 und fahren immer entlang des gleichnamigen Flusses.
In Strady wollen wir uns den Leuchtturm anschauen, den Strady, das Strady Point Lighthouse. Leider ist hier alles eingezäunt. Wir können nicht bis zum Leuchtturm laufen und mangels Teleobjektives lohnt es sich hier auch nicht, ein Foto zu schießen. Schade. Zwei Jahre am Straßenrand haben offensichtlich einen guten Tag und sind wenig beeindruckt von uns. Gott sei Dank. An dem umgebauten Pferdewagen Coast Coffee Tea and Treats haben wir ein nettes Gespräch mit der Inhaberin, die uns dann für den nächsten Tag richtig schlechtes Wetter voraussagt aufgrund ihrer App. Aber was das bedeutet, habe ich euch ja vorhin schon erklärt. Weiter geht es auf der B873 entlang des Fluss Neighbor zum Lock Neighbor. In der Nähe von Altenhara geht es wieder Richtung Süden auf die A836, unter anderem über Delcourt und Leer. Die Bonner Bridge lassen wir heute mal rechts liegen und fahren auf die A949 in Richtung Spinningdale. Nach 460 Kilometern und etwas mehr als 7 Stunden Fahrt kommen wir dann wieder wohlbehalten in Invergordon an. Auf geht's zur nächsten Nordtour. Am Struy Hill Viewpoint genießen wir den Blick auf den Donner Firth. Eine der zahlreichen Steinbrücken unterwegs führt uns in diesem Fall über den Old Firn Burn.
An der doppelten Steinbrücke Eugel Bridge machen wir viele schöne Aufnahmen. Leider passiert ja auch ein kleines Missgeschick. Sagen wir mal so, ab heute gibt es keine Drohnenaufnahmen mehr. Sie hat nur das getan, was sie tun sollte, bei Kontaktabbruch. Zurückkehren, dabei steigt sie natürlich auf, wenn dann ein paar Bäume und Blätter im Weg sind. Nun ja, in dem Fluss wurde sie nicht wiedergefunden. Sollte sich jemand von euch auffinden, entweder im Fluss oder im Meer, schickt mir einfach die SD-Karte, vielleicht ist ja noch was drauf. Der Ärger über den Verlust verfliegt relativ schnell angesichts dieser wunderbaren Landschaft hier am Loch Borellen. Am Loch Assint machen wir bei der Ruine Ardwick Castle wieder einen kleinen Zwischenstopp. Das Castle wurde um 1490 von den MacLeods of Assint gebaut. Nachdem wir das Castle hinter uns gelassen haben, biegen wir nach rechts auf die A894 in das Gebirge Quinnig Mountain mit dem unverkennbaren Berg Sail Garb. Dieser ist 808 Meter hoch und sticht natürlich aus der Landschaft heraus. Die Kaleskew Bridge hat mal irgendwann 4 Millionen Pfund gekostet, sollte eigentlich nur 2,7 Millionen kosten und wurde mittlerweile als historisches Bauwerk eingestuft. Viele Straßen, die wir während unseren Touren befahren haben, sind noch sehr, sehr einsam. Man fährt dort über teilweise eine Stunde, ohne jemanden zu begegnen. In der Nähe von Durnis gibt es mehrere fantastische Strände, aber seht selbst. Warum hier niemand im Wasser ist, völlig unverständlich. Vermutlich haben alle ihre Badesachen vergessen, so wie wir. Oder den Neoprenanzug, den man bei den Wassertemperaturen hier benötigt.
Links seht ihr die Art Niki Lime Kilns. Es handelt sich hierbei um stillgelegte Kalköfen, die früher mit dem Material aus den umliegenden Bergen befeuert wurden. Die Kyle of Tongue Bridge ist Teil eines ca. 3,8 Kilometer langen Dammes. Déjà-vu. Heute geht's über die Bonner Bridge mal in die andere Richtung. Bei unserem Start heute Morgen in Invergordon spuckte die AIDA viele ihrer Gäste in unzählige Busse aus, die sich dann vermutlich die schottischen Highlands einen Tag lang anschauen konnten. Am Abend beim Essen konnten wir dann das Auslaufen des Schiffes beobachten. Der Weg ist das Ziel. Ab heute geht es in Richtung England, Step by Step, über 2 Tage zurück. Unsere heutige Etappe führt uns nach Kirkmichael. Wir nutzen unter anderem die A9 in Richtung Inverness, weiter über die A96 und die A939 in Richtung Littlemill. Hierbei streifen wir viele Orte, die durch die typische englische Architektur geprägt sind. Im Gebiet um das Lecht Ski Center wird es deutlich kühler. Die Aussprache der beiden höchsten Berge erspare ich euch mal. Ich schreibe es euch oben hin. We'll be right back.
Nach der Gernshield Bridge mit angeschlossener Lodge geht es rechts auf die B976. Das sind die Verkehrszeichen, die man als Motorradfahrer gerne sieht. Unsere heutige Unterkunft wird die Straight Hurdle Lodge in Kirkmichael sein. Wir haben diese, wie alle anderen unserer Unterkünfte, bereits im Voraus alle mit Frühstück gebucht. Die Straight Hurdle Lodge in Kirkmichael wird geführt von Paul Bradford und seinem Partner David Bryce. Zwei super sympathische, super nette Typen. Paul ist nicht nur der Miteigentümer der Straight Hurdle Lodge, sondern er ist auch Leiter der Firma Cakeflix. Das heißt, er stellt Kuchen her. Unter anderem für solche unbedeutenden Leute wie die Königin von England, Prinz Charles, Prinz Albert von Monaco, Barry Gibb, um nur einige Leute zu nennen, für die er bereits seine Backkünste zur Verfügung gestellt hat. So kann man bei ihm auch Backkurse buchen und diverse Torten bestellen. Er führt uns dann durch sein Reich und zeigt uns einige seiner Kreationen, die unter anderem für Touristen aus Kanada hergestellt wurden. Nach einem ausgiebigen Frühstück setzt sich Paul noch mit uns zusammen, um die beste Route für unsere nächste Etappe auszuarbeiten. Und wir haben da wirklich ein paar super Tipps bekommen. Hier einer der tollen Tipps von Paul, nämlich den Loctay an der südöstlichen Seite zu befahren und nicht, wie wir es vorgesehen hatten, an der nördlichen. Nach der Ortschaft Killin stoßen wir wieder auf die A827 und passieren die Falls of Dochart. Durch Callander geht es weiter in Richtung Stirling. Mit
mit dem berühmten Wallace Monument. Auf der Autobahn in Richtung Edinburgh kommen wir am Kunstwerk Kelpies, zwei großen metallischen Pferdeköpfen, vorbei. Über die A703 und den Ort Peebles geht es wieder auf die A72. Dann unter anderem über die A707, über Selkirk und Hawick auf die A6088 in Richtung Wolfley. In der Nähe von Deadwater überqueren wir die schottisch-englische Grenze. Die letzten Kilometer zu unserer heutigen Unterkunft, dem Pheasant Inn in Stenersburn, Hexham, fahren wir im strömenden Regen. Damit wir nicht nass werden, während André die Anmeldeformalitäten erledigt, stellen wir uns natürlich unter. Irgendwann lockert der Himmel dann doch auf und wir beenden den Tag mit einem wiederum hervorragenden Abendessen. Tja, heute heißt es schon wieder Abschied nehmen. Wir werden die Insel heute verlassen. Zunächst geht es aber erst einmal locker entspannt in Richtung Newcastle. Couple of security questions about no knives, weapons or firearms.
Everything on your bike belongs to you. Have a quick look in your bag. Dieses Mal werden wir nicht so stark eingepfercht wie bei der Hinfahrt. Beim Verlassen der Fähre gibt es einige Probleme, die uns mitgeteilt werden, sodass wir noch über eine Stunde im Deck ausharren müssen, bevor wir dann die Tagesfahrt nach Hause antreten können. Die ist recht anstrengend bei sommerlichen Temperaturen. Nichtsdestotrotz, wir schaffen es an einem Tag und kommen auch alle wohlbehalten wieder zu Hause an. Sollte jemand Interesse an den von uns gefahrenen Touren haben, dann würde ich ihm auch gern die GPX-Daten überlassen. Dazu einfach in den Kommentaren eine E-Mail-Adresse eintragen. Ich lasse euch dann die Daten zukommen, die ihr dann auf euer Navi oder euer Smartphone übertragen könnt.